Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid. Was gibt's da zu lachen? Sehr energisch. Ich hab die beiden TikTok-Bosse hier am Start. Killerdams Kitsch, richtig gesagt. Genau. Und Jan den Koch mit 1,9 und 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Das ist eine Nummer, Mann. Achso, nein, auf TikTok. Auf TikTok, genau. Beides, sage ich mal, die absoluten Gs, die Flaggschiffe, was TikTok angeht und Kochen angeht. Da sind wir ganz vorne mit dabei, genau. Da seid ihr vorne mit dabei und wir, sage ich mal, als eigentlich schon eine YouTube-Community, wollen natürlich schauen, ob die es auch drauf haben mit dem Kochen oder ob das wieder so dieses TikTok-Scheiß da drauf hat. Die können nichts. Und ihr müsst heute unter Beweis stellen, ob ihr mir ein gutes Köfte-Sandwich macht. Jetzt stehe ich aber unter Druck hier. Ne? Wir zeigen, dass die TikTok-Army richtig stark ist, was das Kochen angeht. Und den Jan mache ich heute mal kurz fertig, wenn ihm die Zeit überhaupt reicht. Ich halte mich bedeckt. Wir werden sehen. Also wie der Titel sagt, die werden gegeneinander antreten im Köfte-Sandwich. Es gibt Rezepte, alles gibt es in der Videobeschreibung dann. Wir werden nicht schaffen, alles im Video einzufangen. Wir werden jetzt erstmal let's go in den türkischen Markt gehen. Ihr kauft ein, wir nehmen ein paar Kleinigkeiten mit und dann geht's ab zu mir. Let's go. Let's go. Ich hab Hunger. Ja, Mann, ich auch. Wer hat mehr Arschwasser von euch Jungs? Dampf in der Hose, oder? Ja, wer hat mehr Angst? Wer zittert mehr? Das ist wahrscheinlich der Jan. Ja, ne? Die haben auf jeden Fall Vorbereitungszeit gehabt und ja, ich bin, glaube ich, der Gespannteste von uns allen. Wir sind hier beim Ehrenbruder. Wir werden hier eben Einkauf machen und dann wird auch Brot sogar selber gemacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem gekauften Brot machen, aber Rezept, alles wie gesagt, haben wir in der Videobeschreibung. Da haben wir den guten Chef. Grüß dich. Grüß dich, moin. Danke, dass wir hier einkaufen können. Sehr gerne, bitte schön. Fühlt sich wie zu Hause. Machen wir, danke, danke. Mach du ruhig dein Ding kurz, Jan. Ich guck mal, wie es bei Ferdi aussieht. Ferdi Jan hat schon wieder keinen Plan. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin schon ein bisschen geplanter wie er. Ich fange erst mit den Gewürzen an und ich habe schon gesagt, gerade eben essentiell ist Kreuzkümmel für Köfte muss. Wir brauchen Paprika und zwar edelsüß. Mhm. Den tun wir nachher noch ein bisschen anrösten in der Pfanne und dann geht das Ganze ab. Mir ist aufgefallen, ich habe neue Brille. Ich habe Achmed geguckt, die Form. Ey, das ist geil, Mann. Ist geil, sagst du? Ey, schön, Digga. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ey, guck mal, der hat mir nachgemacht. Aber ist gut aus. Ist geil. Haben wir die gleiche? Nee, ich habe die von Jerome Boateng. Lass mal ein paar Prozente spielen. Jerome, das ist ein guter Arbeiter. Guter Arbeiter. Ich werde dir eine Soße machen, die ist speziell und das ist so wild, du wirst es feiern. Ja? Die werden auch ihre Soßen selber machen. Alles. Ich habe viel Köfte-Sandwich schon erst Zeit gegessen, fertig. Du wirst meins lieben, das verspreche ich dir. Rapsöl, Ei, Senf. Habe ich zu Hause, ja. Okay. Magst du scharf? Bist du ja, aber ich kann jetzt nicht heftig scharf essen. Ich hätte aber auch Chilis im Garten sonst. Dann nehmen wir doch dann die. Dann nehmen wir die, ja. Ich nehme das von ihm einfach. Okay. Was ist mit deinem Brot? Du brauchst noch Mehl fürs Brot und so. Stimmt. Ich erkläre gerade dem Jan, was klassische Köfte, Ekmek ist es Zwiebel, Tomaten und dann kommen nur Gewürzgurken rein. So kriegst du es in der Türkei. Ja, aber klassisch ist nicht immer das Beste. Nee, da hat er aber recht. Sehr gut, deswegen lege ich 3 Schippen drauf heute. Boah, ich glaube, ich habe Portemonnaie vergessen, Jungs. Ich auch, Jan. Ich muss kurz auf Klo. So, hier sind wir durch, wir holen jetzt noch ein bisschen Fleisch woanders, holen auch noch für das Brot alles. Genau, sehen wir uns gleich bei mir zu Hause. Also Leute, wir sind zurück jetzt bei mir in der Bude. Die zwei Jungs bereiten sich gerade vor, die sind schon mächtig am Sticheln. Man merkt, es kristallisiert sich raus. Jan ist ein bisschen der Teig-Experte. Ferdi ist schon Fleisch und weiß nicht, was noch so sein Expertengebiet ist. Aber es geht los, wir machen jetzt den Teig und ja, wir legen los. Nimm dein Mehl, mach was du willst, ich mach nichts mit Küchenwaage. Du machst alles Auge? Alles Auge. Okay. Hier Tara, ist hier Tara? Tara war meine erste Freundin. Ehrlich? Ja. Hast du ihr geleckt? Das sind zwei Philosophien, Leute. Man muss einfach so sagen, ich kenne genau die Köche, die alles haargenau und alles nach Rezept. Und dann gibt es die, die einfach nach Feeling machen. Ich bin auch eher Feeling. Beim Backen falle ich aber auf die Schnauze damit. No risk, no fun. Messbecher. Ich gebe hier von Zack Plus, denkt dran, Leute. Holle 10% auf alles. Besten Supplements Deutschlands und ich würde auch mal sagen weltweit. Mit dem Teil hier, zack, hast du das gedreht. Ich denke, der macht jetzt Pastateig, Alter. In der Küche gibt es kein so musst du oder so machst du. Du machst einfach. Ja, mal sehen.
meine Einschätzung, der Ferdi, das ist Mr. Professional, der weiß, was er macht, jeder Handgriff sitzt. Jan, aber das täuscht, hoffe ich, kommt etwas unbedarft vor, setzt man Teig nicht unbedingt. Aber generell, wenn man jetzt das Feeling hat, denkt man, Ferdi, der nimmt Jan auseinander. Am Ende zählt der Geschmack und dein Erlebnis und daran arbeite ich. Der Ferdi hat hier jetzt schon mit Zucker reingemacht. Also ich tue jetzt einfach meine Hefe mit Wasser, ein bisschen Zucker vermengen, dass das schon mal ein bisschen aktiviert ist. Ja. Und jetzt gebe ich noch Joghurt hinzu. Das ist für mich einfach so, das kickt noch mal ein bisschen den Teig, damit er schön geschmeidig wird. Also das ist auch total improvisiert jetzt, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich hier weiß, was ich mache. Jan ist schon dabei, er macht hier den Teig. Wir haben keinen Zeitdruck hier, die Leute machen, wie sie das Feeling haben. Aber natürlich, wir wollen auch heute noch mal essen, denn der gute alte Holle hat noch nichts gegessen heute. Da braucht man auf jeden Fall ein bisschen mehr Wasser. Alter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Schau mal, das hier, also den Prozess. Ich kann auch mit einem fertigen Rezept hier ankommen. Bro, und wegen deinem Ego wiegst du nicht ab. Und nein, ich tue einfach, das ist Intuition, mein Freund. Das ist der, der gesagt hat, ich bin nicht der beste Koch. Ich hole dich nachher ein, keine Sorge. Man muss ja auch sagen, der Jan hat so eine Teig- und Pizzaschule schon besucht. Ich war in Neapel, ich habe dort den Chefspizza gebacken. Ich war in Bologna. Pasta gemacht. Das sind wirklich professionelle Leute. Der kommt. Wichtig ist beim Teig, der muss wirklich gut durchgeknetet werden. Mhm. Du hast ja in deinem Teig diese Glutenstrukturen und so weiter, die müssen erstmal gut aktiviert werden, indem du es ordentlich knetest. Mhm. Wie lange würdest du sagen, kneten, Ferdi? 10 bis 15 Minuten würde ich kneten. Übrigens für die, die nicht wissen, woher der Name Ferdi kommt. Der kommt von dem Pferd und von seinem Gemächt. Darunter ist er bekannt geworden bei TikTok. Das waren die ersten Videos, haben die gesperrt damals und dann kam der Name Ferdi. Ich heiße ja Kellerdams Kitchen, das heißt auf Türkisch glatzköpfiger Mann. Lass den Teig jetzt erstmal ein bisschen zu sich kommen. Ja, das heißt, wie lange lässt du ihn zu sich kommen? Ja, so 3-4 Minuten. Du kannst dich die Zutaten ein bisschen kennenlernen, ein bisschen zusammenkommen. Okay, Ferdi auf Ofen. Was ist dein Plan jetzt, Ferdi? Mein Plan ist jetzt eine Soße hinzumachen. Wir werden jetzt unsere Spitzpaprikas, Zwiebeln, Knoblauch im Ofen oder Backofen anrösten. Jan, kurz ein, zwei Fragen. Was zeichnet dich beim Kochen aus? Leidenschaft und dass ich wirklich auch das fühle, was ich mache. Und dass ich dem Essen die Energie gebe, die ich habe. Da geht was über ins Essen. Das ist wie ein Gemälde, das ist wie Zauberei. So. Das ist nicht einfach irgendwie kochen, sondern da steckt viel mehr hinter. Was zeichnet dich als Koch aus? Dass ich sehr intuitiv bin, sehr gerne Spaß beim Kochen habe und dadurch auch meine orientalische Küche sehr gut zelebrieren kann. Wer ist der bessere Koch von euch bei der Real Talk? Keine Frage. Das werden wir auch im Video jetzt sehen, dass ich's bin. Also er kennt sich vielleicht besser mit Fleischthemen und so aus, aber das schönste und leckerste Essen. Okay. Wo siehst du dich in 10 Jahren, was Social Media, Kochen und so weiter angeht? Ich möchte raus aus Social Media. Das tut einem, glaube ich, auf lange Zeit nicht gut. Das heißt, ein selber Restaurant oder sowas in der Richtung? Genau. Wir machen jetzt zusammen jetzt einen YouTube-Kanal und ich denke, da werden wir auch den Schwerpunkt jetzt legen und ja, vielleicht die eigene Brand irgendwann mal auf den Markt bringen. Mhm. Eigene Produkte, lassen wir uns überraschen. Als nächste Frage noch eine etwas intimere Frage, aber ich denke, die Zuschauer wird es auf jeden Fall interessieren. Würdest du für 100.000 Euro 24 Stunden deinen Schniedel an den Schniedel von Jan legen, ihn mit Rinderschinken umwickeln und dadurch das erste Hilal Berner Würstchen der Welt gründen? Ja. Definitiv. Sofort. Und ohne Frage. Das wäre der Einsatz und Ehrlichkeit. Das ist zu wenig. Würdest du nicht machen? Das würde ich mit 25.000. Dafür würde ich ihm sogar einen Zungenkuss geben. Für einen Honig? Ja, für 250 vielleicht. Ja, nee, 100 ist auch okay. Leute, es geht weiter jetzt mit Soßen, Fleisch. Wichtig beim Messer, nie mit der scharfen Seite schaben. Sonst hast du nachher. Das predige ich immer, nur meine Freundin versteht es nicht. Du hast gesagt, Holle, du hast Chilis. Soll ich die weg holen? Bring mal bitte. Ich hole aus dem Garten. Dankeschön. Echt klein, aber fein. Probieren wir mal das. Boah, die isst du so direkt. Der
Haben ordentlich Wumms, ja. Aber, weißt du was geil ist, die sind fruchtig. Eine ganz andere Liga, weil du hast wirklich nicht nur das Scharfe, du hast so einen krass intensiven Chili-Geschmack. Ne? Also wirklich fruchtig auf höchstem Niveau. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir sie jetzt anrüsten. Ich habe ein bisschen Olivenöl drüber gegeben und das kommt jetzt so in den Backofen rein. Geil. Hast du das so geschluckt oder musstest du gerade schon sich zusammenreißen, dass du nicht wie eine Pussy rüberkommst? Nee, weil ich esse sehr gerne auch 3 Millionen und 6 Millionen Scoville. Echt? Was hast du geschätzt, wie viel Scoville hat die? Maximal 200.000. Würdest du die auch so ganz normal? Nee, würde ich jetzt nicht, weil ich wie gesagt leeren Magen ist bei mir immer schwierig. Aber würdest aber du eventuell verkraften? Gleich zum Köfte werde ich halt vielleicht eine probieren. Würdest du verkraften, ja? Ja, doch. Jan reift jetzt schon mal. Was geht hier jetzt vor, Jan? Was kommt jetzt? Die Zwiebel kommt da rein. Ja, aber was ist dein Plan? Ich mach Köfte. Ja, der ist du bist echt, ich liebe dich dafür, Jan. Okay, du machst Köfte, also das kommt ins Fleisch. Das kommt jetzt ins Fleisch, die Zwiebel mit Zwiebel. Okay, exakt. So, jetzt kommt die Petersilie noch zum Vorschein. Jan, benutzt du auch Petersilie für deine Köfte? Ich habe ja keine gekauft, deswegen werde ich die auch nicht benutzen. Okay, ich könnte ja was abgeben, aber du hast mir ja nicht geholfen, du Arsch. Ja, das ist so, da muss man jetzt aufpassen, was gemacht wird. Der Ferdi kocht uns mit meinem Messer. Er hat vorher das 180-Euro-Messer angefasst. Du hast dich für meins entschieden. Warum, Ferdi? Also, die sind ja relativ ähnlich von der Form, aber die ist deutlich schärfer, deswegen meine Favorite auf jeden Fall. Okay, geil, Leute. Das war, ich schwöre, auch mein Sohn nicht geplant. Ich habe ihn jetzt so einfach gefragt. Das Messer kriegt ihr bei saftig-shop.de. Habe ich ja jetzt letztens ein Video rausgebracht. Da sind meine eigenen Artikel. Das ist ein absolutes hochwertiges Messer. Könnt ihr gerne shoppen für den direkten Support. Ich finde dieses Reiben von Zwiebel einfach nicht gut in Köfte, weil das das Ganze bitterer macht. Viele machen das, aber ich sehe das als Fehler. Ich mag es, wenn es ein bisschen, wenn du diese Zwiebel schmeckst. Ne? Ja. Das ist wie mit Knoblauch so. Wenn du Knoblauch durch die Presse gibst, wird es auch bitter. Wenn du den Knoblauch presst, dann wird er intensiver. Aber es gibt Gerichte, wo du es intensiver haben möchtest. Aber jetzt mache ich hier ein bisschen Kreuzkümmel rein. Ja. Viele sagen immer, ich mache Paprika rein, aber es schmeckt nicht. Mhm. Weil Paprika, was du nicht anröstest, hat nicht dieses Aroma, was es haben soll, weißt du? Ach, man hätte das auch so alles gemacht oder jetzt? Macht Sinn, was er sagt. Guck mal, jetzt wird es schon dunkler, das dürfen wir nicht haben. So, und jetzt geben wir das da so damit rein. Und was machst du Schönes, Jan? Köfte. Köfte, immer noch Köfte. Hast du Koch gelernt, Teddy, oder hast du dir alles selber beigebracht? Also ich habe angefangen mit 14 zu kochen, weil ich fett war. Bin jetzt zwar nicht dünn, aber damals war es, weil ich abnehmen wollte. Ja, jetzt koche ich schon 15 Jahre. Mach ich auch, bin aber immer noch fett. Jetzt geben wir hier ein bisschen Paniermehl, Ei dazu und das macht die Bindung. Okay. Olli, du kriegst jetzt von mir noch spezielle karamellisierte Zwiebeln dazu. Boah, fertig. Wichtig ist auch bei Köfte dann doch wieder das Kneten, ne? Du brauchst die Bindung. Wenn man das jetzt mal vergleicht, schon strukturell anders. So sieht Jans aus. Ja, gröber meins. Ordentlich Olivenöl ran. So, da können wir jetzt gleich unsere Zwiebeln mit rein. Bei Zwiebeln gibst du dann, oder allgemein, wenn du etwas karamellisierst oder so, immer auf jeden Fall vorher dann ein bisschen Salz dazu geben, weil so lässt die Zwiebel ihre Flüssigkeit los. Die gehen jetzt quasi ein und dann kommt unser geiler Honig dazu. Boah, es wird heiß hier, Leute. Ich bin auch echt schon im Arsch. Ja? Ich bin echt hier anstrengend. Wir brauchen eine neue Schüssel. Eine kleine Schüssel, sagst du? Ferdikus? Ja, kleine. Ferdikus. Wenn ihr so eine Joghurtsoße macht, müsst ihr Süßmeerjoghurt nehmen. Das ist stichfester Sahnejoghurt. Gäbe es das auch in deutscher Variante für die deutschen Leute? Stichfester Sahnejoghurt, ja. Das macht er nicht das erste Mal, der Ferdi, ne? Kannst du auch gut stechen? Ja.
ich bin der größte Stecher, den es gibt. Das ist jetzt nur, das rundet die ganze Geschichte ab. Knoblauch, Salz, Joghurt. Aber es ist sehr essentiell, ist es sehr wichtig, dass es Süßmeerjoghurt ist. Nehmen natürlich die Salz, die eben auf dem Boden war, drücken das Ganze ein bisschen aus, um die Gase zu entfalten. Wir haben hier quasi so eine Art Trapez, ne? Dann falte ich das einmal so, dann nehme ich das hier und falte es hier hin, schön zumachen und dann... Also nicht, dass du mal sagst, ich mache dir nach, genau dieses Brot mache ich. Ja! Wie wichtig ist diese Trapezform dann? Ich finde es schon sehr wichtig. Essentiell, weil das hilft nachher quasi dem Brot, dadurch, dass er jetzt nach innen gefalten ist, auch in diese Richtung aufzuschlagen beim Aufbacken. Okay. Das muss auch sein dann. Ja. Kennst du auch so Baguette-Schienen? Kann man sich nicht kaufen, kann man auch so machen. Okay, geil. Du siehst jetzt bei den karamellisierten Zwiebeln, ne? Wie der Ahmad vorher schon gesagt hat, so innerhalb 10 Minuten karamellisierte Zwiebeln ist nichts. Das muss jetzt schön schmelzen und dauert halt seine Stunde, halbe Stunde. Ja. Und die Zwiebeln werden jetzt immer brauner, siehst du das? Das entfaltet auch den Geschmack nachher. Was passiert jetzt, Can, jetzt lässt du den so noch mal gehen ein bisschen? Ja, damit der einfach noch mal geht. Und dann haust du in den Ofen. Ja. Die Butter verflüssigen wir jetzt, dass sie schön geschmeidig ist und das wird jetzt nachher in unserem Mixer zum Emulgieren reingemacht. Also unsere Soße, die Paprikasoße. Guck dir das mal an, siehst du das? Oh, geil. Das ist... Ja, das sieht schon nach einer sehr geilen Basis aus. Da können wir jetzt alles reinmachen. Da kann alles rein, genau. So, also die Tomaten geben wir gleich mit rein. Jetzt haben wir das da reingemacht. Jetzt geben wir einen Schuss Soja mit rein. Reicht schon. Honig mit rein. Komplett alles, hast du? Ja. So. Weißweinessig. Da geben wir jetzt auch einen Schuss rein. Gibt es jetzt eine schöne Säure? Oh, was ist das für eine Zitrone? So. Jetzt kommt gleich noch unsere Butter mit dazu. Das ist die Perfektion von geschmolzenen Zwiebeln einfach. Guck mal, was er hier macht, Alter. Das ist schon krass. Und jetzt kommt's Geilste. Was hast du gemacht? Für diese Kochmission, lass den Daumen oben knallen, Leute. Lass ihn knallen, dann kommen diese Battles. Meinetwegen jede Woche, ich schwör's euch. Das sieht echt aus wie ein Motor und Ferdi macht da gerade seinen Motor fresh. So, machen wir uns einen Sekt plus Eiweißshake. Ja, Mann. Also seht, die Philosophie, Can ist einfach der Meinung, scheiß drauf, einfach machen, das ist Mayonnaise, zack und das wird. Manchmal muss es nicht kompliziert sein, ne? Um etwas wirklich nochmal hervorzuheben. Es müssen nicht immer tausende von Zutaten sein. Gut, wir haben jetzt karamellisierte Zwiebeln, eine geile Soße, das reicht. Und eine Joghurtsoße als Topping, das wird dir die Fresse wegballern, sag ich dir schon. Oh, ich bin gespannt, Freddy. Scheiße, da sind Kerne drin. Mal so einen schönen Esslöffel Senf rein. Senf, Eier, Zitrone ist da drin jetzt, ne, Can? Hier haben sie doch die ganze Zeit hier diesen Weißwein-Vinegar hochgelobt, ne? Ja, ja, da ist er. Willst du mit reinmachen? Ja. Machst du den mit rein? Ja, klar. Knoblauch, machst du Knoblauch rein? Okay. Knoblauch, ja? Ja. Ferdis Brot ist ordentlich aufgegangen, ne? Das ist richtig gut aufgegangen. Ich habe echt ein Problem, Can, du hast recht. Was denn? Das ist ein bisschen zu fest. Ja. Machst du sozusagen Fladenbrot, Daddy? Wir machen jetzt quasi ein Sommerbrot. Das gleiche Prinzip wie Can. Hier seitlich eindrücken und dann einrollen. Eine Runde einrollen, dann machst du hier wieder zu. Und dann rollen wir das zu Ende ein. Und hier unten verbinden wir jetzt das Ganze, indem wir quasi hier die Naht jetzt zumachen. Man muss auch sagen, Leute, ne? So viel Liebe man reingeht, und Ferdi hat jetzt wirklich viel Liebe in die Soße, in die Zutaten und Gefühl vom Fleisch her auch eine sehr durchdachte Kombi. Aber wenn das Brot zum Schluss einscheißt, versaut das alles. Das ist meine große Sorge aktuell. Ja. Schon ein bisschen flüssig, Alter. Hier sieht man, Leute, ein super Beispiel, wie man eine Mayonnaise verkacken kann. Hey, wir haben noch fertig Mayonnaise, also falls du doch nicht wechseln möchtest. Wir haben noch. Guck mal, ich war um den Brot, das ist so ein Stein, Alter. Wir haben hier die Fertige. Can kriegt das hin, lasst ihn jetzt in Ruhe. Ich
glaub zwar nicht dran, aber... Hey, Johnny. Brot bald fertig, Fleisch wird bald gebraten. Wie ich eben gesagt habe, wenn das Brot scheiße auf die Mayo passiert, ich sag's euch, ich hab vor, wie gesagt, ich hab 80 Mal Mayo verkackt. Ahmed hat mir das sogar empfohlen. Ja, genau. In die Schale alles zusammen, Mixer hochgezogen, boom. 5 Sekunden, bam, kann man machen. Can geht sich jetzt ein YouTube-Tutorial anschauen, wie er Mayonnaise richtig macht. Der guckt sich jetzt Kalle kocht an, wie, kennst du Kalle kocht? Ja, so langsam kriegst du Bindung rein. Wichtig ist ja auch, wie formst du deine Frikadelle? Naja, du drückst sie platt. Du drückst sie platt, okay. Can, willst du ehrlich nicht aufgeben? Der ist mehr geworden. Ich wusste, dass es klappt. Wisst ihr, was die Lösung ist? Was? Nicht in Hektik zu geraten. Oh. Einmal tief durchzuatmen und in sich selbst zu vertrauen. Wichtig ist auch natürlich jetzt Timing zu haben beim Braten vom Fleisch, ne? Mhm. Das kann auch schnell trocken werden. Was kommt für eine Mission? Also ich mag arabisches. Shawarma haben wir jetzt schon oft drüber geredet, liebe Freunde. Was darf an einem Shawarma natürlich nicht fehlen? Ich komm mit rein ins Köftesandwich. Ich komm mit rein ins Köftesandwich. Und ich muss sagen, dein Messer schneidet wirklich gut. Das freut mich, Ferdi, das freut mich. Can, willst du auch Tomaten? Und noch. Darf ich dir auch welche schneiden? Ja. Guck mal, wie, mit was für einer Präzision der das macht. Ich muss sagen, ich bin echt platt, Mann. Ich weiß nicht, ob es die Nacht heute war, die nicht perfekt war, aber ich bin richtig im Arsch. Ich freue mich jetzt so aufs Essen gleich. Jetzt will ich langsam Köfte snacken. Wie geht's jetzt weiter, Leute? Wann sind wir endlich soweit hier? Wir warten jetzt auf Can eigentlich. Wir warten, wenn wir wollen, dass es was schmeckt. Also Can hat schon recht, man darf keine Hektik machen. Nur wir sterben hier vor Essen. Ein Schritt auf Seite, Alter. Ich schwöre, ich bin mich übelst bedrängt. Mach mal hier eine Story. Ein bisschen hier Action. Ach, meine Story. Man, das versuche ich jetzt aufzuschneiden. Der macht doch eine andere Taktik. Oha. So, dann haben wir hier leckere italienische Kräuter, ein bisschen Thymian. Oh, da geht's jetzt sonst hier. Und das kommt raus. Oh, das ist nicht so leicht. Er lässt niemand machen heute. 3 Kilo. 1,4 Millionen Abonnenten bei TikTok. Also ich muss jetzt schon zugeben, Cans Brot sieht sehr, sehr gut aus. Das wird was. Er macht Auge, Alter. Ja, hoffentlich wird das jetzt nichts. Sieht sehr fluffig aus. Das eine ist da so ein bisschen Aufgang an der Seite. Das ist Natur. Das ist Natur, ja. Ne? Probier jetzt gerade die Mayo von Can. Was sagst du zu der Mayo? Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Salz und sehr fruchtig. Ich habe ja alles als Sandwich im Kopf gehabt. Das heißt, wenn die Pommes zu salzig sind und die Soße weniger Salz trägt und im Fleisch... Ach, ja! Bester Mann! Ich denke, da kommt jetzt voll was Ernstes. Man muss alles sagen, das ist alles auf wenig Zeit getrimmt. Denn natürlich kann man einen Tag lang Teig machen. Es geht hier um die Schnelligkeit und dass das irgendwie umsetzbar ist für zu Hause, ne? Redest von Tradition und machst da Cevapcici, Alter. Wo kannst du was in meinem Arsch nehmen? Oh Mann. Hast du die Vibration genossen oder? Also eins hat Can vorhin gesagt, er hat mich studiert, er weiß, was ich mag. Wir haben eben diskutiert, was an und für sich die, wofür ich prädestiniert wäre. Und das wäre die Basic-Variante von Can. Aber es heißt nichts. Ich mag auch das, ne? Safe. Aber wenn ich jetzt vorher nur hätte die Entscheidung treffen, Basic oder Special, hätte ich wahrscheinlich Basic genommen. Ich erzähl dir immer eine Sache. 18:20. Das Brot ist fertig, liebe Freunde. Schaut euch das an. Aber ich muss echt sagen, das sieht echt gut aus. Sieht gut aus, ja. Cheese. Ey, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Ah, die sind aber echt grandios aufgegangen, oder? Mhm. So, was ich jetzt mache ist, nehmen wir noch ein bisschen Mehl. Bei diesem Sommerbrot, ne, da kommt ja diese eine Welle, die hochschlägt. Das ist jetzt sehr wichtig, denn jeder Backofen hat ja eine Richtung, von wo es rausbläst. Ja. Und du musst quasi diesen eingeschnittenen Bereich gegen die Strömung stellen, damit sie dann nach oben klappt. Und das kommt jetzt... so in den Ofen. Wenn man jetzt guckt, wie das Brot von Can
Sieht sehr geil aus. Man merkt auch, es wird langsam. Man muss Moment liegen lassen können. Ne? Ein Fehler tatsächlich gemacht. Nicht auf dem Lattenrost getan, dadurch ist es sehr weich hier unten, aber macht eigentlich nichts. Ja, wird langsam weich, fühlt sich gut an. Fertiges Brot ist im Ofen. Sieht sehr fluffig schon aus, aber auch gut. Also glaubt mir Leute, wenn ihr in ein gutes Restaurant geht und so, denkt nicht, ihr kriegt da irgendeinen healthy Scheiß oder so, sondern da ist 8 Kilo Butter drauf. Wenn das schmeckt, da ist Zucker drin, da wird alles drin sein. So, jetzt sieht man nur mal, wie es gemacht wird und wenn du willst, dass es schmeckt, hau rein, gib ihn. Musst du. Muss. Kitchan haut jetzt auch rein, seine Köfte. Freddy holt sein Brot raus, sieht sehr gut aus. Also gewünscht hätte ich mir natürlich, dass dieser Bereich schön nach oben klappt. Ist es nicht, aber jetzt lassen wir die mal kurz hier ein bisschen weich werden. Darf ich mal deine Köfte probieren? Nicht jetzt, du kriegst ein halbes, ne? Ja, oh, das knuspert richtig heftig. Oh, sieht geil aus, teil doch mal rein hier in die Kern. Für die kurze Zeit, muss ich dich loben, ist das sehr gut. Bei Can kriegst du die Portion für Arme, bei mir geht's dann... Ja, Bro, es geht um einen Bissen und der Ausstimmung oder halt nicht. Der beißt einmal rein und dann aktiviert er seinen Analytics. Dann müsst ihr jetzt direkt essen? Ja, ja. Das Allerwichtigste, meine lieben Freunde. Das muss ich sagen. Sieht schon heftig aus. Er sagt gerade auch auseinandergefallen. Mir egal, Leute, der Geschmack zählt. Ob das jetzt zusammenhält, mir ist scheißegal. Eigentlich ist das sogar unnötig, diese Soße, weil es schon so geil ist. Ach komm, Alter. Wer sind wir denn hier? Das war nicht schlau von mir. Das war gar nicht schlau. So, das machen wir schon mal fertig. Das legen wir mal auf Seite. Komm bitte, Rolle. Ja, dann lege ich los. Mit der Nummer 1. Ganz schönes Sandwich. Das erste Feeling schon vom Geruch her ist die Mayo. Riecht wie normale Mayo, schmeckt wie normale Mayo. Muss man sagen. Schöne Knoblauchnudel, schöne Kombi mit den Gurken. So wie hier, als auch in Restaurants, suche ich immer an den Sachen, die mich begeistern. Und was ich vielleicht auch abhebt von irgendwie jetzt random jemand, der Köfte-Sandwich macht. Was hier tatsächlich erstaunlich ist, ich sag mal an der Grenze zu begeisternd, aber wirklich interessant ist wirklich diese Mayo-Note. Diese Mayo, da ist eine gewisse Säure, eine schöne Säure zusammen mit den Gurken. Das ist ein Zusammenspiel. Das ist nicht irgendwie einfach random irgendwie, du schmeckst hier was. Das hat irgendwie System Hand und Fuß. Das macht mich glücklich. Deine Hand ist voller Fett, der Teller ist voller Fett. Du wirkst glücklicher und das ist für mich das Wichtigste. Kümmelnote, schön präsent im Köfte. Ist jetzt nicht krass hervorstechend. Köfte rückt gleich mal ein bisschen in den Hintergrund. Die Soße ist das... Da fehlt der Pep, glaube ich, in den Köfte. Ne? Von den Gewürzen recht bescheiden. Das ist eine interessante Kombi einfach hier. Ach nein, die Pommes fehlen. Leg ihn zwei Pommes rein, so noch einen abbeißen. Komm, leg noch mal einen rum. Klar. Du kriegst noch eine, um den finalen Geschmackstest zu kriegen. Wer selbst Brot macht, kennt das. Das hat so ein bisschen Selfmade-Feeling. Ist aber an der Obergrenze dazu, wo man sagt, okay, es geht langsam darüber. Aber noch nicht ganz, dass man sagt, oh, hast du das vom Bäcker geholt oder nicht? Nee. Sondern ist an der Grenze, aber für die Zeit, die wir uns gegeben haben, es ist ein gutes Brot. Wir bräuchten 2-3 Stunden mehr. Die Bewertung kriegen wir nach. Jetzt kommt Ferdi, wir machen dein Sandwich fertig. So, und wir gehen in Runde 2. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ist okay. Für die Zeit auch wieder wirklich, dann kann man nichts sagen. So, wir braten das auch jetzt kurz hier in der Pfanne an. Jetzt kommen meine Schmelzzwiebel rein. Davon darf man auch ruhig ein bisschen mehr rein. Dein sieht geisteskrank aus. Ja, Feierabend, schon. Boah, und oben nochmal ordentlich das Topping. Ich liebe es, dieses Belegen ist so voll mein Ding, ne? Ist das voll dein Ding? Das sieht dick aus. Das gemacht, schon Foto. Ja, das musst du irgendwie gleich mal so halten, dass ich ein Foto machen kann. Ich will selber reinbeißen. Brot fühlt sich sehr weich an. Ich höre
Sehr weich. Dann brauche ich noch ein Biss erstmal. Also Leute, es ist wildfertig, sag ich dir wirklich. Ganz auf den Punkt gebracht. Ihr beißt da rein, Brot sehr gut geworden, sag ich dir ehrlich. Ganz schöne Süße von den Zwiebeln. Das geht so in Einklang über. Es ist nicht wie wenn ihr einen Bonsch im Mund steckt. Das wäre einfach zu viel gewesen. Aber es ist so an die Ecke, wo ihr denkt, was ist das für Süße? Das ist irgendwie so, so als hättet ihr einfach so ein Lolli da. Und, aber es ist irgendwie doch kein Lolli, es ist krank. Vom Geschmack ist wirklich diese Zwiebel, karamellisierte Zwiebel, ist heftig. Hat eine leichte Schärfe, ganz dezente Joghurtsoße. Die geht fast unter, ist aber im Hintergrund auch da. Köfte sehr kümmellastig. Das Brot überrascht mich fast am meisten. Matschig richtig ist das Brot. Und wenn man jetzt sagen müsste, du hast was zu meckern, ein bisschen zu präsent, wird immer ein bisschen weniger Masse haben, aber ist absolut im Rahmen. Geile Schärfe auch. Perfekte Schärfe, geil, ja, muss ich sagen. Und die Chilis von dir sind der Hammer. Klingt gut, ne? Perfekt. Kommt her, Jungs, die Zubewertung. Erstmal hat mega Spaß gemacht mit euch. Deutlich länger gedacht, das Video mehr Aufwand als gedacht. Das würde ich mich echt freuen, wenn ihr ordentlich den Daumen oben brennen lasst. Wir haben echt alle Arsch Wasser. Ja. Hat Spaß gemacht. Denkt auch an der Videobeschreibung von den Jungs im neuen Kanal. Und jetzt zur Bewertung. Also, Jan, dein Sandwich. War für mich an der Grenze. Ich gucke auch immer so, was wäre, wenn ich in ein Restaurant gehe und dieses Sandwich im Restaurant kriege. Nicht mal unbedingt nur auf dieses Selfmade-Home-Style. Klar, begrenzte Zeit, aber im Restaurant wäre ich mit deinem Sandwich nicht einverstanden gewesen. Gebe aus dem Homemade- und Zeitbegrenzungsaspekt 7 von 10 Punkten, weil es echt lecker war und ich liebe dieses Homemade-Feeling, deshalb keine Frage. Du hattest hingegen einen gewissen professionellen Style. Dein Brot war zwar noch nicht ganz ausgefeilt, dein Sandwich hingegen im Restaurant wenn man absolut mit einverstanden. Du kriegst von mir 8,3 Punkte. Das war echt schon sehr, sehr heftig. Diese Kombi, Brot hast du kaum gemerkt, dass es Selfmade war, ein Tick drauf und du hättest wirklich denken können, dass es irgendwie hier Massenproduktion, der macht das seit 5 Jahren hier. Deins war auch lecker. Das war immer noch auch bei der Mayo-Note, wo du nicht wusstest zum Schluss, boah, geile Kombi, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht zu 100%, aber lecker, definitiv lecker. So, Ferdi, du hast das Ding gemacht, das war krank. Dein Ding hier, mein Bruder. Können wir uns auch nochmal ein F an den Freund, Digga. Darf ich auch nochmal deine Freunde? Also heute auch von mir. Danke, dass wir hier sein durften mit Jan und das mit dir machen durften. War ein geiles Erlebnis und es gefällt mir, dass es dir geschmeckt hat. Ja, krank. Ich werde weiter snacken jetzt. Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich erspare euch alles. Hoppla, der Daumen oben blüht. Und bis zum nächsten Mal.